So, Fingerfertigkeit, Leute. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Keine Wochenshow. Ich bin immer noch auf der Suche nach meiner Stimme. Und ich habe irgendwie den Eindruck, es ist schlimmer als letzte Woche. Den Eindruck habe ich auch. Ja, aber was soll ich tun? Es ist quasi fast das Erste, was ich heute überhaupt sage. Nein! Ja. Vielleicht auch deshalb, dass ich jetzt... Vielleicht hätte ich vorher meine Stimme ein bisschen ölen sollen. Ja. Oder einen Schluck Whisky. Dazu eine Zigarre. Erstmal einen Schluck Wasser. Ja, ja. Da ist doch kein Wasser drin. Wie war dein Pfingstfest? Und Pfingstsonntag war ich in Berlin im Ernst-Reuter-Saal bei Kalk und Welk. War schön. Oliver Kalkofe und Oliver Welke. Ja. Das war sehr lustig. Von früher. Nee, die haben zwei Folgen ihres Podcastes aufgenommen, der immer montags in der ARD Audiothek zu hören ist. Aha. Und zu Gast waren Synchronstimmen, also Synchronsprecher. Ja. Und es ging um die Synchronarbeit. Das war sehr lustig. Das glaube ich. Wir hatten in Oranienburg ja wieder mal Ritterspiele gehabt. Wo du nicht warst. Wo ich nicht war, aber mich trotzdem über die Oranienburger Parteien ziemlich doll aufgeregt habe. Im Ritterfest. Ja. Am Pfingstsamstag war ja super Wetter und da haben sich ja die Parteien gedacht, wir machen mal weiter. Hast du das mitbekommen? Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Pass auf. Die SPD stand bei Bäcker-Plenz und andere Parteien nur bei der Bibliothek. Und die AfD stand direkt, fast direkt vorm Eingang vom Ritterfest. Die haben die meisten sozusagen Zuschauer gehabt. Die anderen haben sich ja nicht mehr getraut, sich neben die AfD zu stellen, um mal ein bisschen gegen die zu arbeiten oder sich kontrovers auseinanderzusetzen. Die SPD hat sich schon zum Mittag verzogen von Bäcker-Plenz. Und die anderen. Nee, das ist ja auch keiner mehr. Ja, Mittag. Warum geht man denn nicht denn auf ran an die Sache? Da ist ein großes Fest, da ist ein großer Platz und da steht die AfD mitten drauf alleine und bietet freie Fläche. Warum sind die anderen Parteien nicht in der Lage, sich daneben zu stellen und genau den gleichen Wahlkampf zu machen, um mal ein bisschen auf Stimmfang zu gehen, beziehungsweise mal vernünftig zu argumentieren? Nee, man stellt sich ganz woanders hin und lässt der AfD der komplette Bühne, da eigentlich so eine Tierstufe aufgeregt. Eigentlich so türisch. Bist du doch mal hingegangen zur SPD und gefragt, habt ihr irgendwie ein Rad ab? Was macht ihr hier? Gegen Mittag waren sie ja schon weg. Dann halt ihr nur jemanden von der Leitung da vorbeifahren sehen oder so. Und da hat mich aber geärgert. Da hat mich wirklich geärgert, warum man dann. Die AfD war den ganzen Tag da vor der und hat da. Wollte vielleicht war das ja mit dem Veranstalter abgesprochen. Kann natürlich sein. Aber wie gesagt, die standen ja auf dem Post, also auf dem Schloss. Platz vorne, beim Luisa-Nayetten-Schild. Schild zeig ich schon. Denkmal. Aber wo war denn das Fest? Im Schlosspark. Ach so. Im. Also man muss sozusagen bei den AfD-Lern vorbei, damit man sozusagen auf den Schlosspark Park kommt, damit man Eintritt bezahlt. Und es war so richtig freie Bühne für die AfD-Ler. Da habe ich mich so tierisch aufgeregt. Es ist ja sowieso so, dass ich den Eindruck habe, dass die anderen Parteien außer der AfD Social-Media-mäßig völlig in den Tiefschlaf gefallen sind. Ich meine, die machen auf ihren eigenen Facebook-Seiten, machen sie so ein bisschen was, stellen sich vor. Das habe ich jetzt irgendwie bei der CDU gesehen und bei der SPD auch teilweise. Aber so außerhalb, die AfD, die überschwemmt gerade hier so diverse Oranienburg-Gruppen bei Facebook. Irgendwie meinen das wahre Oranienburg und die Oranienburger und Oranienburger. Es gibt ja irgendwie 95.000 Oranienburg-Gruppen. Bei einer sind sie jetzt irgendwie rausgeflogen, keine Ahnung. ja, also die sind da irgendwie präsent. Ja, und die anderen glücken so vor sich hin. Ja. Du behaltet auch das Gefühl. Wie gesagt, man geht ein bisschen so in die ganzen Kontroversen aus dem Weg und Hauptsache, die da sind, werden wiedergewählt. Wo wir dann mal abwarten, ob das denn so ist. Ja. Es gibt ja, wenn wir schon dabei sind, es gab eine interessante Werbewahlaktion der CDU in Bückenwerder. Ach. Die haben in die Briefkästen so kleine Tütchen verteilt mit Allzweckreiniger, mit so einer Pille mit Allzweckreiniger. Und auf der Tüte stand für saubere Sachen und einen klaren Blick auf Bückenwerder. Aha. Und Inhalt tatsächlich Tab für Allzweckreiniger. Ja. Da muss ich erstmal fragen, was ist denn, also woraus besteht denn so ein Allzweckreiniger-Tab? Das ist doch Chemie, oder? So. Ja, natürlich, das ist reine Chemie.
Aber was ist denn jetzt, wenn es zum Beispiel Kinder irgendwie aus dem Briefkasten holen und dann schön und denken, das ist ein kleiner, schöner Bonbon? Dann haben wir ein Problem. Oder die CDU hat dann ein gewaltiges Problem. Ja, und ich weiß auch gar nicht, was wollen sie uns damit sagen? Also, sie wollen sozusagen die Birkenwerder vom Schmutz befreien. Aber Allzweckreiniger, wofür nimmt man den denn? Ja, zum Reinigen der Wohnung, zum Böden putzen, zum Saubermachen von Klos. Aber damit hat man noch keinen anderen Blick auf die Gemeinde Birkenwerder. Nein, die wollen halt die Stadt sauber machen. Die wollen so mal richtig schön durchfegen. Ja, das hätten sie doch die letzten 5 Jahre machen können. Da musste mal den Herrn da fragen, der sich das ausgedacht hat, oder Frau. Ja, keine Ahnung. Ja, die AfD hat ja gerade ein enormes Problem generell, ne? Gerade was EU-Wahlkampf betrifft. Wir wollen ja nicht so weit in die große Politik rausgehen, aber die rechtspopulistische französische Partei hat sich jetzt von denen ja auch nochmal... Ja, aber ganz ehrlich gesagt, also die wollen es doch auch ein bisschen verarschen. Natürlich. Also, dass die Rechtsnationalisten jetzt so die AfD ist und zu rechts... Also, natürlich. Die wollen natürlich ihr eigenes Haus retten, aber... Jetzt steht der Herr Kral ganz alleine da im Europaparlament. Der steht ganz alleine da, weil er aus der Fraktion selber auch ausgeschlossen worden ist. Ja, das heißt, ist er denn schon im Europaparlament? Der ist gerade noch drin und die haben die Befürchtung, dass der wiedergewählt wird, auch wenn er keine... Der wird er ja auch. So. Ja, trotzdem. Aber ganz ehrlich, wofür? Ja. Wofür kann man jetzt noch die AfD wählen im Europaparlament? Weil die haben ja keinen mehr. Die stehen dann ganz alleine da und ja, was sollen sie machen? Ja, Schrumpfstänkern. Ja, aber wer hört denn auf die? Sind da irgendwie 3 Anseln oder 10? Keine Ahnung. Ja, gibt ja noch so andere, keine Ahnung. Also da weiß ich auch nicht, was daraus passiert. Jeweils der wird mit Sicherheit wiedergewählt. Und das wird spannend werden, wie dann die Verteilungssituation dann zwischen einzelnen europäischen Parteien aussehen wird zukünftig. Ja, und irgendwie aus dem Vorstand haben sie ihn ja auch rausgeschmissen. Und das ist ganz interessant, weil jetzt natürlich interne Grabenkämpfe beginnen, weil es natürlich so Gruppen in der AfD gibt, die es eigentlich total scheiße finden und die ja den Kral behalten wollen. Genau. Was ja auch sehr viel über diese Leute aussagt. Ja, der hat ja neulich irgendwie auch die SS total verharmlost und also ein Späßchen. SZ oder was war Spiegel? So ein Interview, wo ich dachte, ja genau, können wir ja mal machen. Ja, also es ist spannend, was da so alles abgeht. Aber wie gesagt, man sollte sich jetzt auch nicht von allem so blenden lassen, was da aus dem Europaparlament kommt. Nee. Ich war vor vor einiger Zeit mit meinen Kindern und meiner Frau zum Japanmarkt. Da kann man sich in Berlin. Wo ist der? Festsaal Kreuzberg, weil wurde das veranstaltet. Sollte eigentlich so ein Kirschblütenfest sein, aber es war eine reine Verkaufsaktion. Also wirklich, Händler haben da nur verkauft, da war nichts mit. Ach doch, da haben sie ein bisschen rumgetanzt, aber das war ja schon nicht. Hast du einen ordentlich Eintritt dafür bezahlt? Ich glaube, wir haben insgesamt für 4 Leute, also 2 Erwachsene, 2 Kinder, so 54 Euro oder so bezahlt, was schon ordentlich ist für eine Verkaufsveranstaltung. Und da habe ich uns mal ein Bier mitgebracht. Und zwar mal ein japanisches Bier. Und zwar Asahi. Wenn man es denn so ausspricht. Ja, wenn man so ausspricht. Und es ist gebraut worden. Jetzt kommt der Knaller. In Castrop-Rauxel. In Köln. In Köln. Konrad Adenauer Ufer 5-7. Ist es irgendeine spezielle Firma, die das macht? Nee, das ist noch besser. Gebraut und abgeführt in Italien, importiert durch Asahi Brands Germany GmbH. Also nicht mal original. Man weiß nicht, also es ist Italien, wo es herkommt. Okay. Italien. Meine Damen und Herren, japanisches Bier aus Köln, aus Italien. Nee, Italien veröffentlicht in Köln. Oder ausgebracht. Ja. Asahi, jetzt können wir gleich mal zum Geschmackstest kommen. Beziehungsweise wir können ja mal gucken, was da überhaupt drin ist. Ob da überhaupt drin ist, was wir uns vorstellen. Wasser, Gerstenmalz, Maisstärke, Hopfen. Also ja. Nicht mal Reis drin. Da tun deine Klischees, ja. Es gibt leckere japanische Bier. Ich habe Siha schon mal probiert, glaube ich, hieß das, oder? Das haben wir auch in der Sendung gehabt. Ich habe es irgendwo stehen hier. Aber. Da sind wir uns schon wieder einig. Danke. Das war der Biertest. Kommen wir zum nächsten. Ja, ist eigentlich genau das Urteil über das Bier.
absolut nichts sagt. Das plätschert so runter und mal wie es eigentlich. Na, es ist so ein Müh bitter. So ganz kurz. Aber dann ist es schon wieder weg. Dann ist die Plörre. Ja, es ist, ja, dann. Naja, auf dem Weg von Japan über Italien nach Deutschland ist halt so ein bisschen. Der Geschmack verloren, ja. Ja. Na, kann aber so rezepttechnisch wahrscheinlich so die ein oder andere Zeile aus Versehen weggefallen. Ja, kann ja, vielleicht hat es mal. Was ist es denn? Ist es denn noch? Ja, 18.10.24. Na, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Sonst hätte ich hier und jetzt verklagt. Danke. So, wollen wir ein bisschen über Fußball reden? Wo über wir Fußball. Hier die großen Fußballexperten sind. Der ist ja auch keine Fußballschuhe, ich weiß. Ja, Leverkusen gestern. Mittwoch. Ja, Mittwoch. Total versagt. 3-0 verloren gegen Atalanta und Bergamo. Und was haben sie so geschrieben? Ja, hat sich ja mal der Schabi so verzockt. Die haben ja wirklich gegen die Wand gespielt, Leverkusen. Also ich habe live nur das 3-0 gesehen. Und das war schon ziemlich gut. Die haben ja schon nach 20 Minuten 2-0 geführt. Ja. Und die haben wirklich, die sind so früh raufgegangen, sie konnten nicht mehr, also Leverkusen konnte sein Spiel nicht direkt wirklich durchziehen. Das hat man wirklich gemerkt. Die waren ein bisschen frustriert. Ein bisschen. Jetzt ist morgen noch die Chance am Sonnabend. DFB-Pokalfinale. Ja, das ist ja wohl, das ist ja gegen Kaiserslautern. Das ist irgendwo untere zweite Liga. Oder so der dritte Liga? Ich hab's jetzt nicht auf dem Schirm, ob sie abgestiegen sind. Ich glaube aber nicht, dass sie abgestiegen sind. Ich glaube, die sind zweite Liga. Ich bin noch mit Friedhelm Funkel. Also du meinst, das sollte zu schaffen sein. Das sollte zu schaffen sein. Jetzt gucken wir nochmal, ob das wirklich. Und dann gibt es ja heiße News. Hot News. Aus der Bundesliga. Ja, Bo Svensson wird neuer Trainer beim bei Union. Ja. Ja. Und es sieht so aus, als hätten die Bayern eventuell einen Trainer. Ja, eventuell. Ja, einen, von dem ich noch nie gehört habe. Eine mündliche Zusage. Wie ist er noch schnell, Konstantin? Also mit Namen heißt er Company. Company, so war das genau. Ja, das ist ein Spieler von Man City, Entschuldigung. Zielsohn von Pep Guardiola. Soll wohl ganz gut sein. Ist aber gerade abgestiegen mit seinem Verein. Aus der das ist ja ein super Omen, wo ich aber Max Eberl. Naja, sag mal so, wenn keiner mehr will, nimmt man halt den, was übrig ist. Also Max Eberl schwört auf den. Na, gucken wir mal. Naja. Jetzt haben wir noch Relegation. Ich sag mal so, im Oktober ist er weg, das ist meine Prognose. Oktober? Ja. Nein. Nachdem nein. Bayern nein. leider irgendwie auf dem Drittletz, auf dem nein. Relegationsplatz nein. dann ist. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Also das wird noch spannend werden. Ich glaube, dass also die wollen ja, dass die Spielkultur, die Pep Guardiola damals in München philosophiert hat oder gezeigt hat, durch ihn, dass sie wiederkommt. Starkes Kurzpassspiel, langer Ballbesitz und dass sie dadurch halt ein bisschen wieder zur alten Stärke kommen. Schauen wir mal, ob das so funktioniert. Ja. Und Toni Kroos. Ja, wollte ich gerade sagen. Toni Kroos will nach der EM aufhören. Wird nach der EM aufhören. Hat er schon offiziell verkündet. Nicht er will, sondern er wird. Nee, er will und wird. Ja. Aber er will auch. Ja, er will ja auch, ja. Ja. Er hat keine Lust mehr. Ist doch kein, also entschuldige mal bitte. Ja, du als Germanist, ich weiß. Ja, ja. Ja, ja, ja. Nee, er hat gesagt, nochmal kurz mal EM-Titel abfassen und dann ab nach Hause. Ja, dann toi, 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 dass es auch der EM-Titel wird. Ja, Vorrunde der Scheiße. Ja. Immerhin ist ja die Straße 17. Juni. In Berlin ist ja jetzt schon grün. Ja. Also was sie da hingezaubert haben, ist schon krass. Das Brandenburger Tor als Tor und davor eine riesengroße Kunstrasenfläche. Kunstrasen. Ich möchte nicht wissen, wie viele Ölfässer da verbraucht wurden, um das herzustellen. Wir können ja mal eine Sendung von da machen. Ja. EM-Studio Spezial. Live vom. Nee, das können wir nicht hinkriegen. Ich habe gehört. Du hast gehört, was hast du dass gehört? Dass du einen Test gemacht hast. Du warst Restauranttester. Mettelmewe ist der Restauranttester. Naja, ich war. Ja, wir waren über Pfingsten. wann war das? Jedenfalls, Montag waren wir in der Altstadtklause. Nee, Sonntag wollte ich noch. Sonntag, ja. Ja. Ja, lecker essen in der Altstadtklause. Man muss dazu sagen. Was habt ihr denn gegessen? Erst kommt dazu, wir haben extra vorbestellt. Oh, okay. Weil wir dachten, naja, Pfingsten könnte ja voll werden. Es war voll. Und man muss dazu sagen, die Altstadtklause ist eine der
ältesten Gaststätten, wobei ich mir immer nicht sicher war, ob das jetzt wirklich so ist. Auf jeden Fall eine der alten Gaststätten in Oranienburg, die jetzt seit einiger Zeit neu bewirtschaftet ist. Genau, und die haben jetzt sozusagen nicht nur den vorderen Bereich, sondern auch den hinteren Bereich wieder aktiviert, sodass man auch da regelmäßig auch Kundschaft aufnehmen kann. Da habe ich 1994 eine Silberhochzeit mitfeiern dürfen. Und es sieht genauso aus. Weiß ich nicht. Ja. Kann ich dir jetzt schon sagen. Jedenfalls, das Problem war, dass der Küchenchef gleichzeitig zu den Bestellungen ein Buffet vorbereitet hat. Oh. Dementsprechend hat der Kellner uns gleich gesagt, dass es ein wenig länger dauern wird. Oh. Und es hat länger gedauert. Nicht nur bei uns, sondern alle anderen, die da in diesem Raum saßen, haben ganz schön auf ihr Essen gewartet. Ja, kann ja mal passieren. Von welcher Wartezeit sprechen wir da? Vom Bestellen bis zum Tisch servieren, glaube ich, 45 Minuten. Wie gesagt, wir waren nicht die Einzigen da, die ja auch nur auf ihr Essen gewartet haben. Da war auch eine etwas größere... Was habt ihr da bestellt? Also Schnitzel, ganz klassisch. Und das Kind hatte, glaube ich, Chicken Nuggets oder sowas. Also ein relativ einfaches. Also Entschuldigung, das sind doch wohl alle Speisen, die eine Dreifachstraße. Also ich, Schnitzel fand ich persönlich gut. Meine Frau war nicht so begeistert und hat sehr an daran gedacht, wie schön der Vorbesitzer gekocht hat. Die war nicht gut. Wie gesagt, ich kann es nicht sagen. Ich fand es in Ordnung. Es war, aber sie fand, dass das alte Frittenfett war, also zum Braten. Hm. Ich habe da nicht so eine Ahnung von. Also mir hat es geschmeckt. Sie sagt, war so Mittelmaß. Die Hausfrau hat da gesprochen, meinst du, ja? Will ich hier nicht so sagen. Die Ahnung vom Kochen hat. Die Kochexpertin. Ja, hat ein bisschen gesprochen. Ahnung vom Kochen hat, ja. Und das fand ich, ja, also erreicht, dass man lange gewartet hat, dann vielleicht hat man auch einen blöden Tag erwischt. Promi-Geburtstage. Ja. Ja. Willst du anfangen? Ja? Du konntest, also wenn du. So Samstag, Ranga Yogeshwaran, mein Freund. Wie heißt der? Ranga Yogeshwaran. Wie hast du? Wie würdest du ihn aussprechen? Du hast zuerst Yogeshwaran gesagt. Okay. Ist 65 geworden. Genau, ist jetzt auch Rentner. Wissenschaftsjournalist. Dann der, weiß ich gar nicht, was ist er eigentlich? Dirigent, Musiker, Justus ja, Franz. Ja, genau. Ist am Sonnabend 80 geworden. Genauso wie Albert Hammond, der ist auch 80 geworden, Musiker. Ich wäre dann schon beim Montag. Nee, wir haben Sonntag. Den Schlagzeuger von AC/DC ist 70 geworden. Sonntag. Jetzt darfst du den Montag kommen. Die Schauspielerin Jana Palaske ist am Montag 45 geworden. Genau, die habe ich auch. Dann bin ich bereits beim Dienstag. Da ist der Bassist von Five Finger Death Punch, Chris Tale, 50 geworden. Mhm. Ja, würde ich immer so sagen. Lustig ist ja, der hat ja Haare mehr an Bart als auf dem Kopf, weil sie so Zöpfe machen lassen. Sieht total lustig aus, der Typ. Ich wäre dann schon beim Mittwoch. Ja. Die Schauspielerin Caroline Herfurth ist 40 geworden. Der Sänger, Songwriter Morrissey ist 65 geworden am Mittwoch. Am Donnerstag die Moderatorin Melissa Carley ist 35 geworden. Am Donnerstag die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, ist 50 geworden. Und heute am Freitag 40 geworden ist Bastian Bielendorfer, der bekannt geworden ist als Lehrersohn und daraus dann irgendwie ein Buch gemacht hat und inzwischen Comedian ist und ich finde ihn ziemlich cool. Die Wetterfee von RTL, Maxi Bieber, fand ich die früher scharf, ist 60 geworden. Jetzt nicht mehr? Ich sehe sie so selten, weil ich so selten RTL aktuell gucke. Ach so. Einmal morgens, ich weiß gar nicht, macht die noch was? Ich habe keine Ahnung, deswegen kann ich das nicht sagen. Und wir haben einen ganz großen Promi-Geburtstag. Ja, 75 Jahre Grundgesetz. Genau. War Big Party, oder ist gerade Big Party. Wo? Ja, ist doch 3 Tage Demokratiefest gerade. Echt? Ja. Wo? In Berlin. Ach. Hat doch am Donnerstag unser Bundespräsident eingeweiht, hat eine große Rede gehalten und jetzt ist der Demokratiefest für 3 Tage. Also die Rede habe ich gehalten, von einem Demokratiefest irgendwie, wo soll das sein? Ja, in Berlin. Ich habe auch keine Ahnung, habe ich auch nur... Auf den 17. Juni kann es ja offenbar nicht sein. Nee, aber daneben wohl. Ich habe keine Ahnung, vielleicht auf Reichstaggelände. Ich habe das auch nur in den Nachrichten gehört, als ich Spreeradio den ganzen Tag gehört habe. Ja, jedenfalls, ich bin ja der Meinung, dass der 23. Mai eigentlich ein Feiertag sein sollte. Ja, finde ich auch. Vor allem, weil das erste Mal vor 75 Jahren
die Gleichberechtigung von Mann und Frau vor dem Gesetz niedergeschrieben wurde. Aber so, naja, gut. Aber ey, komm, das haben 4 Frauen gegenüber von 60 Männern durchgesetzt, ja, dass dieser Satz da auch steht. Aber ich meine, so richtig... ja, wir sind doch nicht da, wo wir hingehören, aber wir sind schon weitergekommen als 1945. Das stimmt allerdings. Da muss man mal zugeben. Also da sind die schon, haben sie schon durchgesetzt. Also muss man wirklich sagen, die haben sich da echt hart. Es ist ja Weimarer Republik Verfassung steht hier drin. Grundsätzlich stand es noch da drin, sind Männer und Frauen gleich. Jetzt stand da dieses grundsätzlich schon gestrichen und jetzt sind Männer und Frauen gleich. Vorgesetzt und allem. Ist ja auch ein wichtiger Schritt. Muss man mal sagen. Ja, wir wollen hoffen, dass dieses Grundgesetz so in dieser Form auch noch lange seinen Bestand hat, dass da niemand dran rumfuscht. Oder überhaupt an unserer Demokratie rumfuscht. Schön gesagt. Ja. Wie das ja wahrscheinlich gewisse Leute vorhaben. Ja, das geht nicht. Das geht nicht. Nee. Machen wir nicht. Aber auch noch was Schönes. Bist du Fan von Bares für Rares? Nein. Schade. Ich finde die Sendung nämlich super. Und eine der... Aber du bist ja noch gar nicht so alt. Ich finde die Sendung großartig. Ich bin immer schon überlegen, ob ich mal in meinem Hausrat mit einzelnen Teilen mich da bewerbe und da mitmache, um halt zu verkaufen. Ja, mach das doch mal. Nee, traue ich mir nicht. Warum nicht? Weil ich die Sachen ja auch eigentlich nicht loswerden will. Ich will ja nur wissen, wie die Expertise ist. Du musst mal gucken, ob du irgendeinen scheiß Ramsch hast und dann gehst du da mal hin. Ich habe wirklich... Deine Karl Dall und Ilja Richter Filme kannst du da mal verscheuern. Dann kriegst du da vielleicht 50 Cent. Die Expertise nehmen sie nicht mal an. Da musst du schon mal nehmen, was wirklich Hand und Fuß hat. Zum Beispiel hier der Sideboard oder der vielleicht Radio da oder so. Nee, jedenfalls war die eine Expertin in Oranienburg im Schloss. Hast du das mitgekriegt? Ja. Ja, da wäre ich gerne dabei. Die hat so ja einzeln gesagt. Du, weißt du Oranienburger, ja? Ich hab da war das, da war ich nicht. Ich hab das gar nicht mitbekommen, erst als es vorüber war. Ich hab das wirklich erst mitgekriegt. Weißt du, ich habe wochenlang vorher schon die Ankündigung dazu gesehen. Ich hab die auf nicht Facebook. Gesehen. Ich hab die nicht gesehen. Hab ich mich total ärgert, weil ich gerne mich hätte gerne angemeldet. Was hättest du dann da gemacht? Ich hätte erstens zuhört und vielleicht hätte ich sogar mitgenommen. Hat die gefragt, was das hier wert wäre. Ich hab da oben noch eine goldene Brosche von Uschi. Und kann ja sein, dass die echt ist. Liegt damit. Hat ja noch einen Schatz von Uschi noch übrig. Wer weiß. Jedenfalls war, wo ich den Namen nochmal aussprechen, Heide Rezipazabel. Rezipazabel war in Oranienburg. Im Heimatmuseum und hat da Sachen sich angeguckt und expertiert. Toll. Ja. Was ist denn dein Lieblings... Wie heißen die? Käufer? Experten? Nö. Ich finde die alle super. Und die Verkäufer finde ich auch klasse. Vor allem Wolfgang. Und Waldi. Nee, 80 Euro also, Waldi. Nee, den mag ich eigentlich nicht so. Fabian Karl finde ich total toll. Wir folgen ja auch auf Insta. Er macht nämlich coole Sachen und der fotografiert auch sehr, sehr cool. Gerade hat er irgendwie, oder vor ein paar Monaten war er auf Safari in Afrika. Apropos Safari. Ach, sieh. Brandenburg hat ja, wie wir alle wissen, große Probleme mit freilaufenden Löwen. Ja. Und deswegen soll in Brandenburg jetzt die Löwenzucht verboten werden. Nein! Ja. Ganz wichtiges Thema. Damit beschäftigt sich unsere Regierung momentan. Muss ich sagen, also das ist ein Thema da, also dass man sich da noch nicht drum gekümmert hat. Weil in Kleinmachnow im letzten Jahr ja angeblich, aber vielleicht doch nicht, ein Löwe, deswegen ändern wir jetzt dieses Gesetz. Hätte man sich da nicht eher mal um wichtige Sachen, gerade bei der Forst- und Landwirtschaft, das Wolfsproblem eher mal behandeln sollten? Weil da gibt es ja einige Landwirte, die damit eher schon Probleme haben. Mit irgendeiner... Vielleicht machen sie es ja parallel. Ach so, weil Wolf gleich Löwe ist? Oder? Nee, vielleicht sind es andere Leute, die sich um den Wolf kümmern. Ach so. Da sind ja nicht nur 2 Leute in der Regierung. Nee. Die haben ja noch ein paar Leute unter sich. Ach so, könnte sein. Sagt uns Bescheid, was ihr euch geeinigt habt. Und dann gab es ja heute eine große Premiere. Oh. Wir haben sie ja letzte Woche schon angekündigt. Da habe ich allerdings fälschlicherweise gesagt, es ist am Montag schon soweit. Aber es war erst am Freitag, also heute. Eigentlich ja schon am Donnerstag. Also eine Pre-Premiere. Ja, genau, so kann man es sagen, ja. Unsere Freunde von der Band Radio Pilot haben einen neuen Song veröffentlicht. Und der heißt Halten. Ja. Und für Empfänger des Newsletters, die konnten sich am Donnerstag schon den Videoclip dazu angucken und eben das Lied hören. Und heute am Freitag konnten dann alle, in den Genuss gekommen, dieses Lied. Und ich finde es eigentlich ganz schön. Es ist schon aber sehr, sehr
schwermütig. Ja. Sehr schwermütig. Für einen Mai-Juni-Song. Sehr sentimental irgendwie. Ja, Video finde ich cool. Wirklich schön gemacht. Aber ich finde es sehr schwermütig. Gerade wenn man gerade frühsommerlichen Gefühlen lebt, ist das schon sehr, sehr schwermütig. Melancholisch. Ja, das stimmt. Da haben sie ein bisschen... Da fand ich die Keine Panik flotter. Ja, das ist ja auch eins meiner Lieblingslieder schon. Immer. Ziemlich lange, ja. Warum ist das Ding eigentlich auf ein Album drauf gekommen? Keine Panik. Weil es damals noch nicht gab. Ach so. Es erschien ja das Album. Und dann war ja klar, es gibt kein weiteres Album. Dann haben sie ja selber nochmal so ein paar Singles rausgebracht. Ja. Und da war Keine Panik mit bei. Stimmt, ja. Das war so 2009, 2010, glaube ich. Wir warten mal ab, was sonst noch so passiert mit Radio Pilot. Ja, ich bin auch gespannt. Ja. Was ich ganz interessant finde, also meine Kritik am Album war ja immer, dass es mir zu schrammelig ist. Ja, bei dir natürlich nicht, aber Radio Pilot haben ja, oder als sie noch Kimono oder Green Session hießen, war es ja immer, wir sind eine Popband. Ja. Und ich fand immer bei dem Album, dass es mir zu hart war und dass so dieses... Was ja die Band immer so besonders genannt hat, dieses Klavier und so, ja. Das kam ja da überhaupt fast gar nicht mehr zum Geld. Doch, Zugedanken ist ein großartiger Song. Aber bei vielen, schöne Passagen. Aber bei vielen anderen kam es nicht mehr zum Geld. Ich finde dieses Album toll. Ich finde es wirklich toll und mir macht es immer, gerade im Nachhinein, so ein paar Jahre nicht gehört und dann wieder in den Fokus gerückt, macht es sogar noch mehr Spaß. Deswegen hoffe ich ja irgendwann mal, dass es eine Vinylausgabe von dem Album gibt. Da musst du mal eine E-Mail schreiben. Kann ich aber eine E-Mail schreiben. Nee, das kostet, wie viel Vinyl kostet, das zu produzieren? Das kannst du ja bezahlen. Also du bezahlst es dann halt. Eine einzige Pressung? Ja. Das geht? Keine Ahnung. Nee, das glaube ich nicht. Gibt es die Möglichkeit, eine einzige Vinylpressung durchzuführen? Bitte unten in die Kommentare. Also warum sollte das nicht gehen? Ja, so viele Vinyl-Pressunternehmen in Deutschland gibt es nicht. Ja, da soll lange Wartezeiten irgendwie. Ja, weil es gibt ja auch nicht mehr es gibt ja auch keine neue Technik. Es gibt immer nur diese alte Technik, die aus den 80er Jahren oder noch früher, die immer noch genutzt wird. Und damit wird heutzutage wieder Vinylplatten aufgelegt. Okay. Ja, dann sind wir so ziemlich am Ende unserer heutigen Sendung. Aber wirst du denn das DFB-Pokalfinale überhaupt gucken? Nein, kann ich leider nicht. Jetzt würd's gerne gucken, aber wir haben eine Verabredung. Ich bin in Köpenick. Wir haben eine Verabredung? Nein, meine Frau und ich. Ach, ist schon wieder ohne mich. Das kotzt mich so an. Ja, dann musst du mal bitte schön früher Bescheid sagen. Was ist denn los in Köpenick? Nicht. Wir treffen Freunde. Ach so. Und da habt ihr nicht dran gedacht, dass... Nee, ich hab das leider verschlafen. Ja. Du weißt doch, letzte Woche in der Sendung habe ich das schon eine Woche vorher geschoben. Wenn du dich daran erinnerst. Was? DFB-Pokalfinale. Du hast das DFB-Pokalfinale eine Woche nach vorne geschoben? In der letzten KWS. Egal. Ach so. Ja, jetzt verstehe ich. Und in der Woche danach ist ja Champions League-Finale, ja. Oder? Ja. Wirst du da auch wieder irgendwo umtingeln? Nein, das werde ich gucken. Das werde ich sowas von zu Hause gucken. Ich werde mir Erdnussflips auf den Bauch stellen und dann werde ich das gucken. Was war das hier? Ja, keine Fernsehshow. Oder so. Tschüss.